Hallöchen Leute, mir ist ja noch was in den Sinn gekommen. Falls mir ja jetzt noch eine nachsagen will, ich habe ja kleinere Elkos eingelötet, als vorher drinne waren und jetzt macht er deswegen dieses Dings. Ich habe jetzt mal die alten Elkos parallel drauf gelötet. Ist ja nicht so schlimm. Und den, wo der 330 µ dran war, an dem 7805 am Eingang, habe ich einen 220 reingelötet. Jetzt habe ich da mal einen 470 drauf gelötet. Ich werde die Kiste jetzt noch mal unter Strom setzen, wieder unter Last setzen und ich versuche euch mal das Ossi-Bild zu zeigen. Ich muss es aber einmal durchwärmen lassen, dass man das sehen kann. Erstmal werde ich kurz zeigen den Ripple hier drüber, wie groß der ist und wie groß der an den 12 Volt ist. Dann seht ihr aber nicht, wo ich hier messe, weil ich kann nur die Kamera in eine Richtung drehen und gucken, dass das irgendwie sichtbar bleibt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich euch auf dem Oszilloskop. Ich bin jetzt hier bei 10 Millivolt Division und Trigger habe ich jetzt hier auf HF, AC, kann machen, was ich will. Da läuft es. Jetzt nehmen wir mal die Eingangsspannung. Es ist schon eine ganze Weile gelaufen jetzt. Ist die Eingangsspannung. Jetzt kann er wieder nicht triggern. Er brummt ganz schön. Da triggert er. Ja. Machen wir so. Wo bin ich jetzt? Bei 2 Millisekunden. Der liegt unter 2, 4, 6, 8, bei 10 Millisekunden. Also das müssten die 100 Hertz sein oder 50 Hertz oder sowas. Das war die Eingangsspannung. Das ist dasselbe hinter dem Spannungsregler, weil der liegt mit dazwischen parallel. Der Elko, den ich hier noch, den 470 µ. Und das ist der Elko 5 Volt. Das ist die 5 Volt Spannung unbelastet. Und wo war jetzt der Elko? Nee, das ist der Elko nach der 12 Volt. Das sind die 12 Volt unbelastet. Es ist eine ganze Weile hier schon am Laufen gewesen, auch unter Last. Da sieht man jetzt eigentlich nicht allzu viel. Also, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also, ich sehe hier relativ viel. Es ist schwach, aber geht von da ganz oben ganz schwach. Ich bin hier mit der Intensität auf fast Maximum. Von da ganz oben bis nach da unten, fast der komplette Schirm. Da ist ein Signal drauf. Das Hauptsignal ist hier in der Mitte. Ja. Ich bin jetzt hier bei 5 Millivolt. Das sind 10 Millivolt und da sind Spitzen drauf, die relativ weit rausgehen. Und er war jetzt unbelastet. Jetzt belaste ich das ganze Ding mal mit. Milliampere. Nee. 600 Milliampere, mein Gott. So. Seht ihr da Spitzen runterfliegen? Ich habe hier nichts gemacht. Ich mache hier gar nichts. Seht ihr da die Spitzen runterfliegen? Da. Diese Spitzen, die da kommen. Ich mache hier gar nichts. Ich halte nur auf dem Dings drauf. Der Regler ist hinüber, also ganz ehrlich.
So, und jetzt werde ich mal die 5 Volt belasten mit. Da müsste aber dann der Motor angehen, der Lüfter. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nicht falsch gehe. Der hier. Gehe ich mal auf. ,25 Ampere. Das ist ja ungefähr das, was er zieht. So, und das sind die 5 Volt. Das viel mehr. Ja. Da triggert er. Das kommt aus der 5 Volt raus. Das sind aber jetzt 5 Mikrosekunden pro Division. Das sind dann 15, 15, 20 Mikrosekunden. Eine so ein Sägezahn. Bei der Last, das passt. 5 Mikrosekunden. Müsste ich jetzt mal gucken. Ich rechne mal schnell. So, ich habe mal durchgerechnet. Also, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, sind das 50 Kilohertz. Ungefähr 50 Kilohertz. Ich habe jetzt 0,02 Millisekunden genommen. Das müssten 20 Mikrosekunden sein. Irgendwie hat er gerade das Bild weggeschalten, ne? Moment, 50 Kilohertz hatte ich gesagt. Da. Da. Ungefähr. Das sind etwa 15, ja 15, 15, nee, das sind 20, 20, 20? 10 oder 20? 10? 20, 20, doch, doch, 20 Dings, das sind 50 Kilohertz, doch, das passt. 50 oder 100 Kilohertz, so in dem Dreh, jetzt grob gerechnet. Bei der 5 Volt belastet mit 2,25 Ampere, unbelastet ist da, das glaube ich ist der Thyristor, die Schaltweise von diesem Netzteil. Das sind die 12 Volt. 300 mA. Die sind solche Spitzen drauf von 15, 15, nee, 10, 20, 30, 40, 40, 40, 45 Millivolt sind solche Spitzen drauf. Und sie werden, der wandert rüber. Also für mich sieht das aus, als wenn der rüber wandert. Ist der immer bei der rüber wandert. Ich bin jetzt hier bei 5 Millisekunden. Und da haben wir wieder dieses komische Signal. Was ich meinte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also für mich ist der Spannungsregler durch. Ja, für mich ist der Spannungsregler durch. So, nur damit sich keiner hier beschweren kann. Ich hätte hier nicht
die richtigen Elkos drinne. Ich habe jetzt die beiden großen da drinne gehabt, wieder noch parallel zu den anderen, hat dann noch mehr Filterwirkung. Da ist ein größerer nochmal parallel. Also das sind insgesamt 4700 plus 470 und 470 sind 1040, 1140. 1140 Mikrofarad an der 12 Volt Filterung, würde ich jetzt mal behaupten. Eingangsfilterung. 5 Volt Ausgang ist, ja, habt ihr gesehen. Also kann mir jetzt keiner nachsagen, ich habe da jetzt zu kleine Elkos drin gehabt. Ich muss doch die großen nehmen. Selbst mit den großen, mit mehr Filterung, mit weniger Ripple drauf, also Ripple-Spannung, nicht Ripple selber, sondern Ripple-Spannung. Vorher waren das ja, was hatte ich gesagt, 4, 5 Volt, 6 Volt, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Jetzt sind es ungefähr nicht mal 100 Millivolt, sagen wir es mal so, Ripple-Spannung auf der Eingangsseite. Trotzdem fängt der Dings an, komische Sachen zu machen. Ich habe hier auch teilweise, ich weiß nicht, ob ich es nachher im Video sehen kann, gesehen, dass er kurz noch größere Frequenzen rausgeschmissen hat, der 7812. Das wollte ich jetzt noch einmal wissen, weil das kam mir jetzt noch über Nacht in den Kopf. Ich hatte ja die kleineren Elkos dran, ne? Bevor da jetzt einer auf die Idee kommt, mir zu sagen, du hast aber nicht die richtigen Elkos. Jetzt habe ich sogar noch mehr Elko dran als vorher. Ich mache erstmal hier wieder die Linse drauf, sonst ist die weg. Ich habe jetzt mehr Elko drauf, als vorher drin drauf war. Also noch mehr Filterung ist bei der Art Netzteil nicht kritisch, wenn ich das so mache. Ist nicht kritisch. Auch ein bisschen weniger Filterung ist auch nicht ganz so kritisch. Ein bisschen weniger. Gut, das hier war auf der Seite war ziemlich wenig, 470 μ und da nochmal 470 sind ja nur 1000 und ein bisschen, also ein Millifarad ungefähr. Und der hat ja 4,7 Millifarad. Auch wenn der jetzt vielleicht einen Strom fließen lässt in sich selber, belastet halt nur das Netzteil an sich, aber nicht die Ausgangsspannung. Kann ich euch noch mal zeigen. Ich nehme noch mal den Strom raus, bevor ich mir hier noch mal einen weghol. Raus mit dir. So. Zeige ich euch noch mal. Da ist ein 470 μ jetzt drinne und kein nicht der 220, den ich da vorher drin hatte, anstelle von 330. Also sorry, also für mich steht vollkommen fest, sollte jetzt für jeden wirklich verständlich dargestellt sein, dass dieser Spannungsregler, der da drinne war, der 7812, ein Weg hat. Der macht hier Signale auf die Leitung, die... nee. Und ich habe schon mitgekriegt, der Schaltplan stimmt wohl nicht zu 100% von dem C128, den ich habe. Ich finde nur gar keinen anderen. Alle, die ich finde, sind genau das gleiche. Und zwar sagt er beim Laufwerk, da wäre ein Sony-Chip drauf, laut Schaltplan. Verlötet ist aber ein Motorola-Chip, für den ich keinen Plan habe, für den ich nie mal ein Datenblatt finde. Ich schätze mal, dass die 12 Volt wirklich noch irgendwo hingehen, die nicht eingezeichnet sind. Dass die nicht eingezeichnet sind und dass das Modifikationen sind, die so nicht vermerkt wurden. Beziehungsweise Modifikationen von Commodore, nicht von irgendjemand anderem. Dieses IC, dieses Motorola IC, ist genau für diese Anwendung, ist wohl komplett PIN-kompatibel. So wie ich gesehen habe, sind die Pins alle identisch belegt zu dem Sony-Chip. Eventuell braucht ihr aber 12 Volt. Der Erflose meinte auch, die Kopfverstärker arbeiten mit 12 Volt. Es kann möglich sein, der Sony-Chip war mit 5 Volt angemarkert, das Datenblatt vom Sony-Chip sagte aber 12 Volt.
die Versorgungsspannung für den Sony-Chip, der dir den Kopfverstärker macht, soll mit 12 Volt angeschlossen werden und hat auch eine 12 Volt Umschalterkennung für Read-Write. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Habe das Datenblatt jetzt nicht komplett im Kopf. Ich schätze mal, da wurde von Seiten Commodore das so abgeändert, wahrscheinlich wegen Verfügbarkeit der ICs, dass sie da vielleicht ein bisschen ändern mussten und es wirklich Modelle auf dem Markt gibt, die ein bisschen was verändert haben in der Bestückung, was pin-kompatibel ist, aber mit der Spannung vielleicht doch etwas anders läuft. Nur hier Botchwire oder wie heißt man diese Patchwire oder sowas habe ich nicht gefunden auf dem PC. Ich werde mir den mal nachher später nochmal auf den Tisch packen und werde nochmal die Spannung an den ICs alle messen. Muss ja die 12 Volt reingehen, damit der auch startet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich es hier gemerkt, dass das, beziehungsweise ich habe nicht gemerkt, mir kam es in den Sinn, ich habe ja die großen Elkos rausgenommen, die ja mehr filtern als die kleineren, was eventuell dieses Signal erklärt, aber das Signal ist sogar noch schlimmer geworden, sagen wir es mal so, als vorher. Das Rauschen, gut, es war jetzt nicht ganz so. Sah jetzt nicht so aus wie gestern, wo ich das gemacht habe. Jetzt ist er wieder kalt. Aber er wird ganz schön warm. Und das auf dieser riesen Metallfläche wird der wirklich sehr doll warm. Ihr habt es gesehen, er war bei 50 Grad mit 600 Milliampere. Und das auch nicht gerade in sehr langer Zeit. Ging auch relativ schnell. Und ich habe nur eine Schraube das rangeklemmt, den Dings. Den habe ich nur auf die Schraube so draufgeklemmt. Der ist weder thermisch gekoppelt noch irgendwas. Also die echte Temperatur ist dann noch ein Stückchen höher als das, was er da noch misst. Also definitiv ist das kaputt. Das wird natürlich nicht so bleiben. Sache ist jetzt noch mal ganz kurz, in aller Kürze. Das wird so nicht bleiben, so wie es jetzt hier ist. Das wird nachher im Endeffekt, wenn wirklich alles richtig läuft, laufen sollte. Ein Schaltnetzteil oder wird der Trafo bleiben und Step-Down-Regler hier drauf oder ein PC-Netzteil mit einer 9 Volt Spannungsversorgung AC, ein kleinen Trafo daneben. Mal gucken, was genau ich mache, was am besten geht. Was ein Schaltnetzteil kostet, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht direkt geschaut. 12 Volt, 5 Volt brauche ich ja. Und einen kleinen 9 Volt Trafo, irgendwas bei, weiß ich nicht, 500 Milliampere oder 1 Ampere Leistung, also 4,5 Watt oder 9 Watt oder so. Ich denke mal, 9 Watt wird ja wohl reichen. 9 Watt AC, 9 Watt. Das müsste reichen. Ich steck doch nichts am User-Port dran. Gut, nee, soll es bis hierhin bleiben. Die Videos werden nie so kurz, wie ich es gerne hätte. Leider. Leider werden die dann nicht so kurz. Ich versuche sie immer so kurz wie möglich zu halten, aber es wird nie was. Gut, dann danke fürs Zugucken und ich hoffe, der ein oder andere nimmt mir das nicht übel, dass ich das gestern vergessen hatte in dem anderen Video, darauf zu achten, dass da mehr Filterung drauf ist. Jetzt habe ich es nochmal gemacht, das fiel mir selber noch ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.